Viele von euch schwanken zwischen dem Motorola Moto G Power und dem Moto G Stylus. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unter dem Video verlinkt. Design. Im Bereich Design gewinnt das Moto G Stylus haarscharf mit 63 zu 62 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 7 Gramm leichter, 0,4 mm dünner, 1,2 mm kürzer, 0 mm schmaler und 5,3% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm kommen beide Handys auf 48 Punkte. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Produkteigenschaften. Leistung. In der Kategorie Leistung sind beide Handys ebenbürtig mit 85 Punkten. Das Moto G Power ist durch folgende Eigenschaft überlegen: 256 GB mehr externer Speicher unterstützt. Folgendes Merkmal hat das Moto G Stylus: 64 GB mehr interner Speicher. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das Moto G Stylus knapp mit 64 zu 60 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 2,5-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme, 0,2 Mikrometer größere Pixelgröße der Hauptkamera und hat Laser-Autofokus. Das Moto G Power kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat. Audio. Bei der Kategorie Audio sind beide Handys ebenbürtig mit 83 Punkten. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Merkmale. Akku. In der Kategorie Akku gewinnt das Moto G Power haarscharf mit 65 zu 64 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: 25% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften ist das Moto G Stylus mit 78 zu 76 Punkten sehr knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: Stylus inklusive. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Motorola Moto G Stylus das Motorola Moto G Power mit 64 zu 62 Punkten sehr knapp. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.